In diesem Video grüße ich Lisa Meadowworth, Hyosun Weisbird, Antonia Bluehoof, Pia Riverclover, Kerstin Ponyhoof, Lucia Serpent Daughter, Nina Cleartime, Sawyer Southberg, Luna Noblewave und April Softhunter. Liebe Grüße an euch und ganz viel Spaß beim Video. Hallo Leute! Herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich weiß, es tut mir leid, dass im Moment gerade wirklich wenig Videos kommen, aber wie gesagt, ich bin wirklich gerade komplett im Prüfungsstress. Aber das heutige Video ging zum Glück relativ schnell zu filmen und zu schneiden. Deswegen habe ich mir gedacht, hau ich das nochmal raus für euch. Weil eine ganz liebe Person hat mir nämlich auf testedich.de einen Test über mich erstellt. Und ich dachte, den mache ich einfach mal schnell und ich packe das einfach in ein Video. Ich hoffe, das interessiert euch. Und ja, ich würde sagen, wir starten gleich mal los und switchen rüber auf die testedich.de Seite und beginnen mit dem Test. Leute, wir sind angekommen auf der testedich.de Seite. Ich bin jetzt mal gespannt, ob ich das direkt finde. Ich gebe jetzt einfach mal Cherry Moon ein. Und da kommt es schon. Wie gut kennst du Cherry Moon SSO? Mega. Ich glaube, ich weiß das alles selber nicht, aber wir werden es auf jeden Fall ausprobieren. Hey, du da vor deinem PC, Tablet oder Handy, hier kannst du dein Wissen über Cherry Moon SSO testen. Sie ist eine SSO-YouTuberin und eine meiner Liebsten. Viel Spaß. Vielen Dank, das freut mich sehr. Also ich finde es mega cool sowas. Wäre ich nie auf die Idee gekommen. Gut, dann fangen wir jetzt einfach mal an. Und zwar mit der ersten Frage. Wann hat Cherry ihren Kanal erstellt? Am 11.01.2021, war oder falsch? Leute, ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich weiß es nicht. Ich glaube, das ist wahr. Oder am 21. Weiß ich nicht. Heißt ihr Hauptaccount, SSO-Account, Lin Hey J? Nee, das ist natürlich falsch. Wir wissen alle, dass ich Lin Hey Way heiße. Wieso heißt sie Cherry Moon SSO? Weil ihr Zweitaccount auf SSO mit Nachnamen heißt. Ja, das ist auf jeden Fall wahr. Sehr gut. Nächste Frage. Ist Cherry 20 Jahre alt? Jetzt kommt halt drauf an, wann die Person diesen Test erstellt hat. Am 5.06.21. Okay, da müsste ich schon 21 jetzt sein. Also es ist falsch. Hat sie über 6000 Abos? Nein, habe ich immer noch nicht. Von daher ist auch der Stand. Ah, wenn sie jetzt schreibt Stand 30.05. Ja, ich hoffe mal, dass das hier passt mit den 21 Jahren. Ich weiß es nicht. 2K geknackt. Hat 6000. Jetzt mich verwirrt. Aber die 6000 Abos habe ich nicht. Nein. Okay. Hat sie 25 Videos? Keine Ahnung, Leute. Keine Ahnung. Aber wahrscheinlich war, weil die davor schon alle falsch waren. Diese Logik. Okay. Heißt ihr Zweitaccount mit Vornamen Song? Wahr oder falsch? Das ist wahr. Okay. Ist ihr erfolgreichstes Video Fragen beantworten? Nein, das ist nicht mein erfolgreichstes Video. Das weiß ich direkt. Ja, ist nicht mein erfolgreichstes Video. Obwohl ich dachte, dass es ganz gut ankommt, weil viele gefragt hatten. Heißt sie auch in echt Lin? Ja, das ist natürlich eine gute Frage. Ja, ich heiße auch in echt Lin. Ist ihr erstes Video 20 Minuten lang? Boah. Das weiß ich nicht. Ich glaube nicht, oder? Also es war mein erstes Video, war mit den Pferden vorstellen. Ich muss ehrlich sagen, ich glaube nicht. Ich glaube, das war länger sogar. Weiß ich nicht. Sie nennt ihre Internetfreundin immer Nelski. Also ich glaube, die Rede ist hier von Ellie Shadowwave. Und nein, ich nenne sie immer Elski. Und nicht Nelski. Also das ist falsch. So, ihr Hauptaccount hat den Heimatserver 4. Ja, das stimmt. Jetzt ist ihr Zweitaccount Level 17. Das ist eine gute Frage. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wann ich den hochgelevelt habe. Aber ich glaube, der war am 30.05. schon nicht mehr Level 17. Ich glaube, ja. Vorletzte Frage schon. Okay,
Ging ihr längster Livestream über 2 Stunden? Ich glaube schon, ja. Ich glaube, ich habe schon mal über 2 Stunden gestreamt. Relativ sicher. Okay. Und die allerletzte entscheidende Frage. Ist sie eine der besten YouTuberinnen? Das kann ich nicht beantworten, aber ich glaube, weil du ja schon ganz oben geschrieben hattest, dass ich eine deiner Liebsten bin, hast du diese Frage natürlich mit wahr angekreuzt. Ich kann es selber überhaupt nicht beurteilen, aber vielen lieben Dank. Übrigens ist dieser Fragebogen von Ninja89 erstellt worden. Ich habe es vorhin nicht gesagt, es tut mir leid. Und schon 107 Mal aufgerufen, Menschenskinder. Das kann wohl nicht wahr sein, Leute. Krass. Auf jeden Fall werden wir jetzt zur Auswertung gehen. Das ist, ich bin gespannt. Ich glaube, ich kenne mich tatsächlich selber nicht so gut. Herzlichen Glückwunsch, Cherry Moon Fan. Das bist du, keine Frage. Echt gut gemacht. Lynn wäre bestimmt stolz auf dich. Yay! Also wir waren doch nicht ganz so schlecht. Kann man denn irgendwo sehen, was falsch war? Okay, ich glaube, ich kann das tatsächlich nicht anschauen, was jetzt falsch war und was richtig war. Aber ich glaube, wir hatten eben das meiste richtig. Deswegen sind wir auch ein echter Cherry Moon Fan. Ja, jetzt werde ich auf jeden Fall hier noch einen Kommentar da lassen. Denn ich finde das mega süß. So, kurz und knapp werde ich jetzt den Kommentar senden. So, ich hoffe, sie sieht das Video, dass ich auch die echte bin, die das kommentiert hat. Das war auf jeden Fall der Test. Wenn ihr den Test auch selber nochmal machen wollt, könnt ihr einfach eingeben, wie gut kennst du Cherry Moon SSO. Und das ist der Test von Ninja89. Ja, Leute, das war's dann auch schon wieder mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen, auch wenn es nur ein kurzes Video war. Aber wie gesagt, ich habe einfach gerade nicht so viel Zeit. Und da kam mir das ganz gelegen, dass ich ein ganz kurzes Video machen kann über dieses testedich.de. Und es hat mir eben auch ganz viel Spaß gemacht. Und ja, wenn ihr das Video auch cool fandet, dann gebt ihm gerne einen Daumen hoch. Und wenn ihr weitere Videos von mir sehen wollt, wenn ich wieder Zeit habe, dann abonniert auch gerne meinen Kanal. Und ja, wir sehen uns auf jeden Fall bald wieder in einem Livestream oder in meinem nächsten Video. Mal sehen, was ich mache. Und bis dahin, tschüss.